So, weiter geht's in einer neuen Aufnahme. Das müsste ich eigentlich gar nicht mehr schon sagen. Müsste es ja eigentlich wissen, wenn ich den letzten Part geguckt habe. Obwohl ich weiß ja noch nicht, wie ich das schneiden werde. Obwohl zumindest wir haben hier aufgehört in unserer Dschungelbehausung. Zurückgezogen vom normalen Leben. Weil wir da... Oh, da lag ein Kobbel. Hör damit! Ich bin der Herr der Kobble. Ach ja, Stüfchen wollten wir auch verlegen. Also, da sind wir ja schmucksheimlich umgezogen. Und trauen uns ja nicht mehr in unsere eigene Welt zurück. Hallo, Portal! Ich höre hier... Bist das du, netter Ocelot? Oh, Ötzi. Ötzi, der Ötzi. Und komischerweise sehe ich hier durch das Wasser nicht. Ist das normal? Sag mir doch mal, liebes Portal, was? Ich kann ja gleich mal so... Nein, ich will gar nicht... Nein, nein! Krass, ich wollte doch nur wissen... Jetzt bin ich schon wieder bei der... Hallo? Was hier hinten ist? Aber anscheinend gar nichts. Doch, Station, wir müssen auf doch keine Luft mehr. Ah, da geht's uns sehr gut. Vierte Zucht hat hier ja auch nicht geklappt. Aber wir müssen ja auch noch ein bisschen Aufforstung betreiben. Hier aus dem Wasserstandbecken. Schon mit den angefeuchteten Händen. Einfach mal hingepflanzt. So. Ich werde bald übrigens mein eigenes Sprachpack erstellt haben. Wie das geht, mache ich vielleicht ein Tutorial. Autsch. Und ich habe mir schon was für mein und den Special Card, wenn wir irgendwann mal bei 100 ankommen, überlegt. Au, oh, mein Knie, ich kann mir gehen. Au, 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 au. Ah. Wartet. Ah, meine Knie, nein. Ist ja nicht erträglich. Hier müssen wir echt noch so ein Geländer einbauen. Oh, Glas ist fertig. Ich schon wieder irgendwoher Erfahrung. Was ist das? Das ist böse. So. Ein paar Stickies bräuchten wir dann mal. Ey, und ich krafte schon wieder Scheiße. Einfach mal so 3 Tonnen Stickies. So und so und so. Mit den restlichen Stockern, die behalten wir erstmal, vielleicht brauchen wir ja noch welche. Durchgang hier breit genug. Ich hab schon wieder einen Zombie gehört. Doch nicht hier unten. Hallo? Einer verfolgt uns. Ich glaube, ist das Gefühl. Mit der Schere. Ach nee, die restlichen Zäune können wir da ja auch erstmal verlagern. Jetzt müssen wir Steuerung schnell den Keller wieder sicher machen. Ich muss da echt mal auslösen, was da ist. Nachher werde ich irgendwann mitten in der Nacht... Oh, neue Hoffnung. Überwacht. Übrigens, da steht von Player, weil als ich das geschrieben habe, ich nicht angemeldet war. Shit, ne? Aber so ist es anonym. Und er legt Kobbel über Kobbel. Jetzt passend zur Musik hätte von hinten so bumm kommen müssen. Ihr Unwürdigen! Du Unwürdiges! Und da muss ich auch nochmal nachforschen, wieso das in meinem Inventar anders aussieht, als es wirklich ist. Aha. Ich noch mal machen. Hallo?
ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber diese Musik erinnert mich so davon total einfach mal an Krieg der Welten. Ey, wie schnell ich hier etwas geräumt habe. Jetzt einfach mal da komme ich wieder hoch, alles hier klatschen kann. Aber den braucht dann ja auch keiner mehr. Dreimal aufs Holz geklopft. Wie Errungenschaft? Kommt es dadurch, dass wir auf 1.3 sind, dass ich keine Errungenschaft mehr habe? Können wir ja mal nachgucken. Snooper Settings? What the? Okay, da weiß ich jetzt nicht, was das war. Ja, wo... Ah, Erfolge. Inventar öffnen, geschafft. Jetzt müssen wir eine Werkbank bauen. Das ist doch mies, wenn man immer jedes Mal, wenn man das neu machen muss, wenn das dann so geklappt ist. Und meinetwegen. Dann werden wir hier in der Vergangenheit... Oh, zum Absender. Wir müssen noch tiefer. Irgendwie hat die Playlist gerade etwas, was nicht anheißt. Das Ende? Das Ende! Naja, dann werden wir hier in dieser Welt mal alle Erfolge durchrattern. Komm. Wir können ja auch insgesamt mal so eine, den Handschuh aufwerten. Geht das? Geht das? Jetzt nur noch gucken, wie das von oben aussieht und dann... Habe ich hier noch einen Stumpen übergelassen? Was mache ich denn hier in letzter Zeit? So! Schön Fenster schließen. Dann haben wir jetzt so einen kleinen Mini-Ausguck. Oder... Da zerklopfen wir jetzt nochmal schnell... Mit unserem Handschuh, damit wir uns nicht wehtun, das Glas. Fändet es hier besser, wenn wir dann jetzt hier so einen kleinen Garten hinmachen? Oder sollten wir... Naja, ich lasse das erstmal so... Obwohl... Ein Setzding habe ich ja noch. Und dann nehmen wir einen Peachy. Oh, ey, der geht ja doch. Okay, doch Pilze pflanzen. Na dann. Vielleicht hatte ich vorhin ja nur einen Extrembug. Okay, irgendwie geht's doch nicht. Autsch. Krass, ich kann hier Pilze wachsen lassen. Aber nichts passiert. So, da haben wir jetzt mal unseren kleinen Vorgarten. Hey. Die Musik leitet ja auch schon richtig, verleitet ja auch schon dazu, hier einfach mal so eine Aktion durchzuführen, so mitten in der Nacht. Aber ich finde, wir sollten erstmal hier unser Inventar und Kiste sortieren. Soll ja alles aufgeräumt sein. Vielleicht guckt er ja irgendwer mal nach. Oder wir lassen es einfach unaufgeräumt und erzählen es keinem. Naja, ich glaube, ich sortiere doch lieber. Aber wonach eigentlich? Pilze zu Pilzen. Wir haben gerade Glück, das passt hier alles so perfekt zusammen. Eisen. Stöcki. Stöcki kann man auch immer gebrauchen. Hier was Nahrhaftes, Tieriges. Bogen kommt zu den Werkzeugen, die wir nicht so oft benötigen. Die Scheren, naja, Krabbelhandschuh kann man gruppenlos belassen. Holzkohle. Die darf man nicht mal dabei haben, da gibt es sowas von staubig. Hört sich auch irre eklig an. Habt ihr schon mal bei euch den Grill angezündet? Wisst ihr, wie sich das anfühlt, wenn man da die Kohle da hat? Ist so nicht gerade sehr angenehm. Da müsste
würde mir schon zustimmen, ne? Oder auch insgesamt so grillenmäßig. Ich habe schon keine Klinis mehr. Ich sehe insgesamt gerade diese Saison eigentlich. Aber ich rieche nicht mal was. Also nicht von wegen, ich habe keinen Geruchssinn, aber ich rieche nichts von Grillen draußen. Und ich sehe auch niemanden grillen. Was haben die denn? Oh. Ich meine, es ist doch die richtige Saison. Ja, ist es schon die richtige Saison noch dazu? Ich meine, die müssen ja echt mehr aufpassen, wie man Treppen platzieren kann. Aber ich sehe einfach niemanden grillen und irgendwie fragt auch keiner oder will auch keiner grillen. Oder auch in letzter Zeit, entweder bin ich blind oder im Einkaufsladen. Ich sehe überhaupt keine Grillutensilien, wenn ich das mal so nennen darf. Einfach finito. Ich weiß auch nicht warum, also haben da die Läden so eine Anti-Grill-Kommission getroffen. Irgendwie, oder Umweltschutz, haben die zu viel zugeräuchert? Oder ist jetzt so Anti-Fleisch-Saison, wie mit den Fischen, dass man die nicht immer jagen darf? Obwohl, dann kann man ja aus anderen Ländern einschiffen, aber... Naja. Da müsste ich mich auch nochmal drüber kundigen. Oder auch die Schule geht ja auch bald wieder los. Falls, wenn dieses Video oben ist, ist nicht schon längst irgendwie wieder angefangen hat. Was ich mir natürlich gut vorstellen könnte bei meinem Upload-Frequenz, nenne ich das jetzt mal. Aber ja. Soll ich denn hier die Fackeln lassen? Naja. So. Dann könnten wir hier so ein paar. Ja, dann müssen die Fackeln aber weg. Und nein. Ah, so geht das also. Dann müssen wir hier so ein paar Kisten platzieren. Nein. Ey, und die geht dann wieder? Copy. Oh Mann, da können wir uns gleich ein schönes Nazi-Zeichen basteln. Oh, yeah. Aber jetzt nicht, als wenn ihr denkt, dass ich ein Nazi bin. Nein, aber... Ich muss jetzt einfach mal gesagt werden, damit die Minecraft-Entwickler das einfach mal aus ihrem Spielesinn, nenne ich das mal, rausnehmen. Weil das geht ja gar nicht. Obwohl... Sieht irgendwie noch nicht so danach aus. Na komm, lassen wir es auch einfach mal. Das da werden wir nachher noch zu Tode gehatet. Wenn wir das machen. Ist ja auch kein Wunder, Hitler ist ja wirklich scheiße gewesen. Diese Nazi-Verfolgung da. Was ist Nazi-Verfolgung? Die Verfolgung, was die Nazis da angerichtet haben. Die war ja auch nicht gerade das, was man schön nennen kann. Oder eher überhaupt gar nichts mit schön zu tun. Ich weiß nicht, ob er jetzt einer Jude ist von meinen Zuschauern oder so ähnlich. Falls ich überhaupt geguckt werde. Aber... Da war der ja echt einfach... Naja, scheiße gebaut ist schon zu wenig. Muss viel extremer... Ein viel extremerer Wortlaut einfach schon sein. Der ist da durch die Gegend marschiert und hat alle vergast. Und nicht so wie, wenn falls ihr eine Schwester habt, irgendwie, wie ihr das kennt, was die dann im Badezimmer anrichtet. Nein. Das war Giftgas. Das war echt nicht. Das, was man haben will. Mein Holz haben wir auch schon fast keins mehr. Zum Teufel mit den Treppen. Gibt es eigentlich auch schon Tropenholzkisten? Diese Enderkisten, die es jetzt ja gibt. Aber Tropenholzkisten? Da müssten wir doch mal nachforschen, wo wir jetzt hier so gerade so insgesamt bei... Was ist denn jetzt mit Einkaufen und Co. sind? Juhu, und Kisten haben genau gereicht. Und ihr ahnt schon wahrscheinlich, was ich tue. So. Und hier macht schon wieder so ein Skelett Amok. Obwohl, dann hätte ich jetzt eigentlich nicht diese Kistenträger da bauen müssen. Jo, dann können die mal wieder weg. Dann müsste ich die mal anders einbauen. Dann kommen die Kisten doch einfach in den Boden.
Ja, und hier schon wieder ein bisschen Dreck. Muss ja auch alles synchron bleiben. Koppelt. Ey, wie ihr sagt... Ach so, ich dachte schon. Ich dachte schon, es wäre unser Suizidkoppel, der einfach nicht eingesackt werden will. So. Dann würde ich sagen, sollten wir uns mal einrichten auf eine kleine Erkundungstour. Zwar nicht gerade bei Nacht, aber heimlich, still und leise begeben wir uns gleich auf eine Reise. Ziehen die Rüstung wieder an, damit man uns nichts tun kann. So. Die Schuhe sind auch schon am Arsch, aber da wir jetzt eh so unbequemes Leben haben, können wir auch mit unbequemen Stiefeln durch die Gegend hoppen. Rüstung haben wir zwar nicht voll komplett, aber wer braucht das schon? So. Dann machen wir uns mal ein paar Fackeln. Noch ein bisschen Holz. Ich muss den Ozelot umbringen, der kriegt mir doch zum Herzinfarkt. Falls er es ist. Ich hoffe mal nicht. Was rede ich? Ich hoffe mal, er ist es. So, wir sollten auch schon gleich mehrere Spitzsacken anlegen. Und ich sehe gerade, wir brauchen auf jeden Fall auch noch ein Schwert, weil wir haben eins, das ist schon angefangen. Und hallo? Nein! Die Versicherungsmänner, sie wissen, wo ich wohne. Wo haben die denn das rausgekriegt? Ey, ich hätte mich doch nicht in der Umgebung zeigen dürfen. Die wissen ja sofort, wer da ist und greifen die alle an.